Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Ich möchte heute Morgen in dem Schwung der letzten Tage anknüpfen und meine morgendliche Meditation mit euch teilen hier auf diesem Weg. Und im letzten Video habe ich über das Thema Verantwortung gesprochen. Und heute möchte ich ein bisschen darauf schauen, welche Wahlmöglichkeiten wir eigentlich haben. Wir haben eine Wahl, welche Realität wir annehmen in unserem Leben. Wir haben ein freies Wunsch- und Wahlrecht als Menschen. Alle Lebewesen haben eine gewisse Freiheit. Die Spatzen, die hier im Baum hüpfen, haben eine gewisse Entscheidungsfreiheit in ihrem Spatzenbewusstsein. Ja? Je höher das Lebewesen, der Körper entwickelt ist, desto mehr Freiheiten entstehen damit auch. Privilegien, Chancen, aber auch ja, Gefahren und Stolpersteine in unserem Wunsch- und Wahlrecht in unserem Leben. Wenn wir als Menschen zum Beispiel Berauschung wählen, wenn wir Alkohol wählen, dann vernebelt das unser Bewusstsein, das vernebelt auch unsere Realität. Ein bisschen so wie diese Kamera, die gerade einen leichten psychedelischen Schimmer hat, weil ein Kratzer auf der Kamera ist, leider. Und in ähnlicher Weise ist unser Bewusstsein getrübt in dieser Welt, je nach unserem Handeln, ja, je nachdem, in welchen Energien wir uns befinden. Wir hören aus der Bhagavad Gita, dass es drei Hauptenergien gibt in dieser Welt, drei göttliche Hauptenergien: Sattva-Guna, Rajo-Guna und Tamo-Guna. Und je nachdem, wie wir handeln, was wir konsumieren, womit wir uns beschäftigen, worauf unsere Wünsche gerichtet sind. Je nachdem färbt sich unser Bewusstsein auf unterschiedliche Art und Weise. Und ja, wir nehmen die Realität durch unser Bewusstsein wahr. So, wir haben also eine gewisse Freiheit, unsere Realität selbst zu bestimmen. Und die Schriften bieten uns an, diese unterschiedlichen temporären Färbungen hinter uns zu lassen und die ewige Dimension zu sehen und Gott zu sehen. Ja. Gott ist überall gegenwärtig. Ja. Aber wir würden Gott nicht sehen, selbst wenn er vor uns sitzt. Wir sehen Gott nicht, obwohl er vor uns sitzt. Wir erfahren, dass Gott alles durchdringt, in jedem Atom ist und letztendlich alles lenkt, ja, omnipräsent ist. Aber wir können ihn mit unserem derzeitig gefärbten Bewusstsein nicht sehen, nicht wahrnehmen. Welche Chancen bestehen darin? Stellt euch vor, Gott ist hier, jetzt und hier, bei mir, bei euch, wo wir gerade sind. Er ist immer da. Ja, in der Bhagavad Gita hören wir, dass er als Paramatma, als Überseele, neben uns selbst als Seelen in unserem Herzen ist, als ewiger Begleiter. Ja, er ist unser wohlmeinender Freund, Tsurüdam Sarva Bhutanam, der wohlmeinende Freund der Lebewesen. Und wir können ihn nicht sehen. Ist das nicht ein Jammer? Ist das nicht? Da liegt so viel Chance drin, da liegt so viel Potenzial drin. Aber wir können ihn mit unserem derzeitigen Bewusstsein nicht sehen und nicht wahrnehmen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, unser Bewusstsein auszurichten und zu reinigen. Und unter anderem mit dem Hare Krishna Maha Mantra
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mithilfe dieses Mantras wird das Bewusstsein gereinigt und wir beginnen spirituell, transzendental wahrzunehmen. Wir beginnen uns als Seele zu sehen und zu verstehen. Und wir beginnen auch Gott zu sehen und zu verstehen. Gottes Form, da haben wir kein Wissen drüber zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir können sein Handeln sehen, überall. Früher wurden die Laternen in den Straßen durch eine Person angezündet. Jede Laterne einzeln. Die ist durch die Straßen gegangen und hat die Laternen angezündet und somit nachts die Straßen etwas sicherer gemacht. Wenn wir zu der Zeit in einer großen Stadt auf einem Turm gestanden hätten, dann würden wir die Person, die durch die Straßen geht und das Licht anzündet, nicht sehen. Aber wir würden das Ergebnis sehen, nämlich das Licht angeht. Immer mehr. Und in ähnlicher Weise können wir auch Gottes Wirken überall sehen, in unserem Leben, in unserem Alltag, um uns herum, in dieser Welt. Aber dafür brauchen wir ein spirituelles Bewusstsein. Und nur durch unsere eigene Kraft sind diese Energien, von denen ich anfangs gesprochen hatte, die uns hier unsere Realität schaffen, für uns nicht zu überwinden. Das sind göttliche Energien. Die sind Teil dieser Welt, Teil des Angebotes aus Glück und Leid. Und die färben uns eine bestimmte Realität aus Glück und Leid. Immer. Das ist Teil dieser Welt, Glück und Leid. Ja. Das Chanten des Hare Krishna Mahamantras bringt uns in spirituelle Verbindung und über die bedingenden Energien dieser Welt hinaus. Es öffnet uns ein Fenster oder ein Tor oder stellt eine Verbindung her, wie ein, ja, eine Connection, wie ein Kabel, wie ein Verbindungskabel. Und wir entwickeln unsere Verbindung zu Gott, zu Krishna wieder. Das behaupten die Schriften. Das behaupte auch ich, weil es Teil meiner Praxis ist. Und das steht jedem frei. Jeder hat die Wahl. Jeder hat die Wahl, das auszuprobieren, oder sich mit den Färbungen abzufinden, die jetzt gerade vorliegen, und in Ungewissheit zu bleiben, mit welchen Färbungen es je nach unserem Handeln weitergeht. Jeder hat die Wahl. Hare Krishna, ich wünsche euch einen wundervollen Tag.